Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Es geht gar nicht um die Summe, sondern es geht um die Wertigkeit der Position. Und ich denke, in anderen Führungspositionen habe ich auch eine bestimmte Wertigkeit. Und wenn ich sehe, was in der Wirtschaft für solche Leute gezahlt wird, um die Zahl geht es gar nicht, sondern der Steffen hat es gerade richtig gesagt. Wir müssen merken als Vereine, jawohl, diese Entwicklung geht nach vorne. Wir haben jetzt die letzten Jahre ehemalige Spieler, jetzt kommen wir nämlich wieder zur Treue, die bei uns lang gespielt haben, die trainieren bei uns Jugendmannschaften, die entwickeln sich, die sollen den Fußballlehrer machen, vielleicht können wir unseren eigenen Trainer nach oben ziehen. Oder wir müssen natürlich auch schon wie im Spielerbereich 2, 3 Jahre vorausschauen, wo könnte ein Talent, wo könnte ein Trainer heranwachsen, der unsere Philosophie mitbringt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man auf Positionen im Verein, in den Führungspositionen auch Kontinuität und Konstanz bekommt. Weil das wird sich wieder nach unten runterziehen. Und deswegen kann ich das nur sagen, das ist jetzt eine neue Entwicklung, die wir haben. Und RB wird nicht umsonst geschaut haben, wo ist ein Trainer, ja.